Herzlich willkommen zum heutigen Hack für Kreativität von Creafective, wieder mit Ruth Pink. Wir beschäftigen uns nochmal so in dem ganzen Kontext Fragen und Kreativität. Du bist Coach. Mhm. Coaching. Wie wichtig ist denn Kreativität im Coaching-Prozess? Sehr wichtig, weil Kreativität ja Lösungsoptionen eröffnet. Mhm. Das heißt, durch Kreativität hilft es mir, mein Problem besser zu lösen. Ja, es werden mehrere Optionen für Möglichkeiten erarbeitet, okay. Jedenfalls in meinen Coachings. Wir machen jetzt ja sehr viel Kreativworkshops und Innovationsworkshops, wo es ja auch sehr viel um Kreativität geht und mit Methoden arbeiten. Wie unterscheidet sich denn jetzt Kreativität im Coaching im Vergleich zum Beispiel zu unserer Workshop-Arbeit? Mhm. Ja, ihr arbeitet ja ganz konkret mit Tools, mit Kreativitätstechniken, ob Brainstorming, Kopfstandmethode, wie auch immer. Im Coaching geht es eher darum zu sagen, welche Fragen sind wichtig, damit der oder die Coachee tatsächlich auch Lösungen für die eigenen Anliegen erarbeiten kann. Also Fragen sind das A und O. Gibt es eine Frage so zum Selbstcoaching, die Leute gleich mal ausprobieren können? Also ich liebe ja die Wunderfrage oder ich nenne sie der Morgen danach. Angenommen, dein Problem wäre gelöst. Über Nacht, einfach so. Woran würdest du das erkennen, wenn du aufwachst? Ja, dann würde ich sagen, probieren wir das einfach mal aus oder probieren Sie es mal aus. Okay. Viel Spaß und viel Erfolg dabei. Genau. Tschüss. Danke, Ruth. Danke.